gerade selber eine Herausforderung, weil wir keine Nebenquests machen, ne? Das stimmt. Also die wichtigste Nebenquest möchte ich machen, in Iridium bleibt. Wo wir die Klippe runterspringen sollen. Hä? Und Jack sagt, bringt euch selber um. Hä? Die Quest. Die hab ich Lust. Okay. Gibt nämlich XP, obwohl wir uns nur umbringen müssen. Und ich meine, das passiert uns ja oft genug. Und damit herzlich willkommen zurück. Jupp. Alter, ist jetzt hier mal gut? Tobi, hilf mir hoch! Okay. Sofort. Ich mach ein Nickerchen. Und das wird in unserer EP noch sehr oft passieren. Aber auch nur, weil wir... eine Nebenquest machen. Eben. Machen wir es uns selber schwer, wo es nicht schwer sein muss. Du hast es noch geschafft, jemanden zu gehen? Wahrscheinlich das Geschütz, oder? Ja. Ach, das wollte ich gerade schon einfach. Oh. Okay. Wo ist mein Gegner hingelaufen? Ja. Obwohl, Michael. Ja. Was spricht eigentlich dagegen, trotzdem so Pre-Sequel durch aufzunehmen, wenn wir das noch nicht durch haben? Wir kommen durcheinander. Nö. Ob wir nun so The Pre-Sequel spielen und dann Borderlands 2 aufnehmen? Oder? Ja, aber wir haben ja schon angefangen einen Account und Robin will ja da durchgehen. Und nicht nochmal da, also noch nicht neu anfangen, sondern erst im EP. Ja, dann machen wir das doch. Dann obwohl, lass uns einfach weitermachen. Lass uns einfach hier mit weitermachen. Eben. Aha! Endlich! Es wird schwer, aber nicht unmöglich. Der Bunker wird unmöglich sein. Das würde ich eher sagen. Ja. Oh, meine Zeit ging ein bisschen runter. Tobi? Ach. Ja, das war's. Sehr knapp. Warum spricht dein Charakter Englisch? Weiß ich nicht.
Alles klar, Michael. Geht's lang. Da geht's lang. Hier? Wo? Was? Hier hinten. Na. Achtung! Die Kreise! Sollen wir vielleicht wirklich nicht reinlaufen? Oh! Aua! Pass auf die Mörser auf, Sam! Ach, du warst es. Keinen roten Teppich ausrollen! Vielleicht solltest du die Geschütze an den Türmen zerstören, damit sie die Tür öffnen! Alter. Das war knapp. Das wird eine ganz schöne Herausforderung, Michael. Ja. Das wird nicht leichter. Hm. Aber durch die Wand kann ich dich also nicht wieder beleben. Wir sollten so viele Viecher filmen, wie wir können, Michael. Ich töte sowieso gerne alles. Ja. Und dann haben wir noch eine Chance, so ein bisschen zu leveln. Anstatt wir dann nur darauf zählen, dass wir das so schaffen, weil wir brauchen auch noch stärkere Waffen. Eben. Dafür gibt's ja noch die Slotmaschine in Zank. Ja. Denn ohne stärkere Waffen wird das, denke ich mal, nicht. Also wie immer. Irgendwie mal ich, ne? Ich wundere, dass ich überhaupt noch Geld habe, ne? Alter. Ach, Sniper! Ja, sicher. Ich glaube, das könnte jetzt langsam knapp werden mit Wiederbleben für dich. Oh ja. Das wird es auch werden. Aber ordentlich.
Sag mal nur na gut, Nick bleibt bei Ulti. Das heißt einfach jetzt Ulti. Ohne die sind wir aufgeschmissen. Du zumindest. Ja. Ach, RPG-Loader, ja sicher. Weißt du, was schlimmer ist? Ja. Badass Constructor. Ja. Macht zwar keinen Korrosionsschaden, aber es macht immerhin Effektschaden. Michael, da vorne kann ich dich leider nicht wiederbeleben. Obwohl. Wen habe ich jetzt denn gekillt? Vielleicht ein Geschütz. Nehme ich einfach mal einen Raketenwerfer, gell? Michael, jetzt! Wenn du Slack-Raketenwerfer sollte es auch noch gehen. Na, greif mal zu meiner wichtigsten Waffe. Kinder, ich raste sie gerade aus, ne? Fuck! Das war's für dich. Aber ich habe noch einmal geschossen. Ich habe gerade alle Raketen in die Fresse gekriegt. Ja, ich stand neben dir, also. Ich habe nicht nee, weniger das passiert, als du weg bist. Achso. Da habe ich die volle Ladung. Noch 48k. Ja, ich hab auch nicht mal so viel. Hast du heute überhaupt schon mal aus deinem Zimmer? Ja. Wann denn? Um 7. War schon das Gefahr. Ich hab keinen Bock mehr schauen. Hilfe, Michael? Sorry, bin zu weit weg. Noch Hälfte abgezogen schon. Nein. Ich mach gleich einen Abgang. Versteck mich mal hinter dir, ne? Aua. Oh, hab grad meine Ulti auf den Badass gezündet. Ich hoffe, ich kann wenigstens noch ein bisschen Schaden machen. Hab keine Munition mehr. Lol, was habe ich denn jetzt getötet? Gar nix. Aua. Schießen in Deckung, schießen in Deckung, schießen in Deckung. Hab ihn. Nice. Willst nicht wissen, womit? Ja. Ich hab keine Sniper-Munition mehr, also nehme ich den Revolver.
Hab die ganze Zeit nur Crits gemacht. Frag mich nicht wie. Es hat einfach geklappt. Boah. Meine Hände schwitzen ein bisschen. Das glaube ich. Autsch. Wir haben uns schon wieder ein Geschütz in die Fresse gebracht. Nee, das war eine Granate. Aber weißt du, wovor wir dann nicht mehr so viel Sorgen haben müssen beim Bunker? Na? Munition. Okay. Du hast nicht gesucht? Ja. Wollte das halt nicht so dem Tod überlassen, weil schon versuchen, das wieder zu beleben. Weißt du, wie ich an den Kammerschlüssel gekommen bin? Vor ein paar Jahren habe ich mit Wilhelm deine Freundin Tennis besucht. Wir haben sie stundenlang verprügelt und ihn ihr aus den gebrochenen Fingern gerissen. Aber wir haben sie leben lassen, denn okay. So sind Helden. Sie zeigen Gnade. Ja, das stimmt. Sie lebt. Slap, du bist gleich beim Bunker. Ich schick dir ein paar Jungs zur Hilfe. Unrecht hat er nicht. Auch wenn er ein Arschloch ist manchmal. Oft. Öfters als heißt ich. Gehen wir mal kurz zum Bunker. Ich hock in meinem Bunker. Ich sehe eine Decke. Eine Steindecke. Die Luftunterstützung wird eh irgendwann anfangen auf uns zu schießen. Tobi. Ach, jeder schießt auf uns. Ja. Gewöhn dich dran. Nein. Dieses Kraftfeld schützt die letzte Tür zu meinen Räumen. Es wird erst deaktiviert, wenn du den Bunker zerstörst. Ach komm, ich verkauf die Legende. Gib noch Platz. Okay, Schluss mit uns, Kinder. Rick und seine Versager konnten meinen Bunker nicht knacken. Und ihr könnt's auch nicht. Fertig? Keine Ahnung, bin ich richtig? Nein. Gott. Oder auch nicht? Du bist halt einmal im Kreis gelaufen, wa? Und heißt aber nicht, dass ich falsch bin. Hi. Oh. Jawohl! Ein Automatikgeschütz weniger! Das sieht auch schon so aus wie so ein Flugzeug, ne? Oh. Das erkennt man schon vor. Ja, hab ich gemerkt. Aua. Wo kam denn jetzt der Exploder her? Meine Jungs haben Nachschub für dich. Such nach dem Copter mit einem weißen Signallicht. Die Slaps haben Munition für dich. Draußen am Ring. Ey. Hey.
Achtung, Exploder. Hab ich gemerkt, danke. Was? Spring in die Laserstrahlen? Mhm. Alles klar. Ah, die tun weh. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen runter. Ach verdammt, schon wieder. Hinterlasst konstruktive Kritik. Bis zum nächsten Mal. Ciao.